Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen den TuS Essen. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Spielmacher Nico Büdel und unseren Trainer Michael Haas. Und die erste Frage geht heute an dich, René. Es war jetzt die Länderspielwoche, die liegt jetzt hinter uns. Jetzt geht es gleich mit zwei Spielen in dieser Woche weiter. Ja, welche Ziele habt ihr euch gesetzt? Ja, also natürlich da eine sehr erfolgreiche Woche draus zu machen, ganz klar, ganz wichtige Spiele jetzt vor der Brust, aber ich glaube, bevor wir zu sehr über beide Spiele sprechen, sollten wir jetzt wirklich erstmal den Fokus auf das nächste setzen, weil mit TuS Essen kommt da ein Gegner, den man genauso wie andere Mannschaften, die aus der vermeintlichen unteren Region der Tabelle kommen, unter keinen Umständen unterschätzen darf. Also ich denke mal, man hat es im Spiel gegen Nordhorn gesehen oder auch in anderen, ob das jetzt Barling oder sonstige sind, das sind alles Mannschaften, die zu Recht in der deutschen Bundesliga hier spielen und die alle die Chance haben, die Klasse zu halten und eine hohe Qualität im Kader haben. Also da kommt es ganz wichtig darauf an, dass wir die richtige Einstellung dazu haben, dass wir die nötige, ich sage jetzt mal auch Aggressivität haben, weil einfach zu denken, wir machen das Spiel jetzt mal locker und dann wird das schon zwei Punkte geben, das wird gegen Mannschaften wie Essen oder auch Barling nicht funktionieren. Also da müssen wir die gleiche Konsequenz an den Tag legen wie bei jedem anderen Spiel. Das ist enorm wichtig, aber ich bin mir sicher, dass wir das auch hinkriegen. Wie gesagt, man darf es jetzt nicht denken, dass das von selbst läuft, ähnlich wie gegen Nordhorn, wo man auch erst am Ende vielleicht den Sieg von dann getragen hat. Das kann ein enges Spiel werden, deswegen ist es wichtig, dass man da wirklich gleich von Anfang an 100% gibt und dass wir nach der jetzt ja auch doch positiven für den deutschen Handball gesehen, Qualifikation der deutschen Mannschaft, auch eine positive Woche für den HC Erlangen folgen lassen. Ja, ich freue mich aufs Spiel und erwarte natürlich auch da einen großen Kampf unserer Mannschaft. Danke. Dankeschön. Ja, Hasan hat schon angesprochen, René hat schon angesprochen, dass es wahrscheinlich wieder ein sehr kampfbetontes Spiel wird gegen Essen. Siehst du das genauso? Weil beim Hinspiel war es ja auch so, dass ihr euch ja erst so gegen Ende dann wirklich deutlich auch absetzen konntet. Genau, ich erwarte auch, wie glaube ich alle, ein sehr schweres Spiel, gerade auch ein mental schweres Spiel. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die, finde ich, sehr viel mehr zeigt, als viele von außen es ihr in die Saison zugetraut haben. Sie kommen immer besser in der Saison an und waren gerade in den letzten Wochen öfter mal sehr, sehr nah an einem überraschenden Punktgewinn. Und deswegen sind wir sehr gewarnt, wissen, dass Essen sehr gut spielen kann. Aber letztendlich tun wir gut daran, mehr auf uns zu gucken und unsere Einstellung, unseren Fokus für dieses Spiel zu finden. Denn ich glaube, wir sollten schon den Anspruch haben, das Spiel zu Hause zu gewinnen. Und wie René es schon sagte, es kommt extrem auf unsere Einstellung, unsere Herangehensweise an dieses Spiel an. Natürlich auch wieder auf Geduld, wie wir das auch gegen Nordhorn gut gezeigt haben. Man muss diese Spiele nicht innerhalb der ersten drei Minuten gewinnen. Ich habe das beobachtet bei anderen Spielen. Haben viele Gegner Essen von Anfang an im Griff gehabt und haben dann angefangen, ein bisschen nachzulassen. Und das ist genau das, wo wir uns entwickeln wollen, dass wir da einfach stärker werden. Ja, ansonsten hatten wir eine sehr gute Trainingswoche, haben intensiv trainiert, ein bisschen gearbeitet, hatten natürlich die Nationalspieler nicht dabei. Von denen hoffe ich jetzt, dass wir die alle in einem einigermaßen akzeptablen Zustand wieder zurückbekommen. Da gibt es ja unterschiedliche Ergebnisse. Der Peter Overby wird natürlich sehr zufrieden sein damit, dass er im Sommer nach Olympia fahren kann. Ja, bei den Kroaten und bei den Slowenen ist die Gefühlslage wahrscheinlich eine etwas andere, aber wir hoffen trotzdem, dass wir die jetzt hier in Erlangen zurückbegrüßen können und sie ein bisschen aufbauen wollen und eine gute Woche starten, eine gute, schwere Woche für uns. Dankeschön. Ja, Nico, wo siehst du die Stärken von Essen? Ja, Essen, eine Stärke ist ganz klar, dass sie eigentlich die ganze Saison über nichts zu verlieren haben. Sie kommen in die erste Liga, jeder sagt, ja, die steigen sowieso wieder ab, die werden hier nichts reißen und die können einfach befreit aufspielen. Die kämpfen, die hauen sich rein in jedes Spiel, sind immer wieder an Punktgewinnen dran. Manchmal haben jetzt auch ein paar Gegner geschlagen, aber sie wissen einfach, dass sie nichts zu verlieren haben und das zeigen sie Woche für Woche. Die gehen befreit in die Spiele rein und das macht das gegen so eine Mannschaft immer ja, gefährlich. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Das Mikrofon bräuchten wir bitte einmal. Schon auf dem Weg. Ja. Ja, meine Lieblingsfrage zum Einstieg, Herr Haas, wie schaut es personell aus? Gibt es Verletzte, sind alle an Bord? So wie es jetzt aktuell aussieht, sind alle dabei. Wie gesagt, genau begutachtet haben wir die Nationalspieler, die zurückkommen, noch nicht. Aber es sieht bis jetzt gut aus, mal abgesehen von Max Jäger, der wahrscheinlich noch ein oder zwei Wochen braucht. Die Nationalspieler steigen dann morgen wieder ins Training ein? Oder vielleicht kann das auch der Herr Selke beantworten. Wie ist da genau der Ablauf? Also Clement Verlin hat in Deutschland gespielt, aber die anderen beiden waren ja auch im Ausland unterwegs.
gibt es dann eine Quarantäne, die erst durch freie Tests oder durch negative Tests wieder aufgelöst werden kann, oder wie ist der Ablauf? Nein, es gibt ja zum Glück diese Sonderregelung für Nationalspieler, die an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, die sozusagen von dieser Quarantäneregelung befreit sind. Allerdings müssen wir und wollen wir natürlich auch sie jetzt in den nächsten Tagen in der regelmäßigen PCR-Testung behalten. Das heißt, die werden jeden Tag getestet, stoßen jetzt aber zeitnah zur Mannschaft, weil, wie gesagt, am Mittwoch steht das nächste Bundesligaspiel an, das nächste folgt dann schon wieder am Samstag. Also es geht Schlag auf Schlag und da wollen wir natürlich den Mix aus, auf der einen Seite Sicherheit, dass die Jungs sozusagen frei von Corona sind mit regelmäßigen Testungen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch muss sich die Mannschaft mit den Jungs wieder einspielen. Also ich glaube, dass wir da eine ganz gute Balance haben. Zeitnah zur Mannschaft stoßen heißt dann konkret, dass Sie ab morgen wieder mittrainieren? Genau, korrekt. Genau. Okay. Herr Haas, was macht Essen stark? Was sind Ihre Stärken und was sind die Schwächen, mit denen man Essen knacken kann? Spielerisch jetzt. Ja, also wie der Nico das eben schon gesagt hat, Essen spielt sehr befreit auf. Man merkt das auch, dass sie, wie ich es eben schon gesagt habe, in der Liga angekommen sind. Die machen sich nicht mehr so den Riesenkopf und haben den Respekt auch abgelegt, sodass sie, egal gegen wen sie spielen, sehr frech aufspielen, sehr mutig aufspielen, auch mal überraschende Aktionen bringen. Da geht es bei uns viel um Aufmerksamkeit und um sie ernst zu nehmen, weil sie rein von der individuellen Qualität haben sie schon ein paar gute Leute dabei, die jedem auch gefährlich werden können. Am Ende geht es für uns um eine gute Deckungsleistung und um Tempospiel. Gras nach vorne. Wir haben im Hinspiel darüber hinaus ihre Abwehr eigentlich ganz gut geknackt, haben viele gute Aktionen gehabt. Aber nochmal, das Hinspiel ist schon wieder eine Weile her. Alle Mannschaften entwickeln sich, so entwickelt sich auch Essen, aber so entwickeln auch wir uns. Und ich glaube, dass wir wieder auch einen Schritt nach vorne gemacht haben und in der Lage sind, auch gegen Essen Tore zu werfen. Herr Büdel, Sie haben es jetzt mehrmals gehört, die Einstellung muss passen, die Spieler müssen das Spiel annehmen. Trotzdem hat die Saison ja gezeigt, dass diese Spiele gegen Teams aus dem Tabellenkeller nicht immer ganz einfach waren für den HC Erlangen, Stichwort Coburg. Warum zeigt die Mannschaft am Mittwoch ihr Nordhorn-Gesicht und nicht ihr Coburg-Gesicht? Naja, ich hoffe, dass wir einfach auch dazugelernt haben und dass wir aus solchen Spielen dazugelernt haben. Und ich glaube, dass es nicht nur dem HC Erlangen so geht, sondern auch andere Mannschaften gegen solche Mannschaften sich schwer getan haben oder Punkte liegen lassen haben. Jeder sagt immer, er will das vermeiden. Klar, wir gehen als Favorit in das Spiel oder die anderen Mannschaften auch. Und trotzdem passiert das immer wieder. Und wie schon gesagt, ich hoffe, dass wir einfach dazugelernt haben, dass wir solche Mannschaften auf gar keinen Fall irgendwie unterschätzen und auf die leichte Schulter nehmen. Und von Anfang an einfach im Spiel da sind, wach sind und unsere Qualität zeigen. Und ja, so eine Einstellungssache ist immer, zeigt sich irgendwo auch in der Abwehr, weil das ist viel über Einstellung und aus einer guten Abwehr, wenn wir das schon mal von Anfang an zeigen, ja, mit einem guten Torhüter hinten dran, dann denke ich, oder bin ich mir sicher, dass wir das Spiel auch dann für uns entscheiden werden. Sie werden am Mittwoch möglicherweise in der Mitte das ein oder andere Mal auf Tim Zechel treffen, künftiger Teamkollege hier beim HC Erlangen. Haben Sie den schon analysiert und in Videos geguckt, wo seine Stärken und Schwächen sind, wie Sie an ihm vorbeikommen? Ja, gut, natürlich, man verfolgt ja auch die Spiele der anderen Mannschaften. Man sieht die Spieler immer wieder. Das intensive Videostudium steht natürlich jetzt erst so kurzfristig vor den Spielen an, aber trotzdem kennt man die Spieler. Man weiß sicher auch, wo die Stärken und Schwächen liegen und dass ich auf ihn treffen werde, ist auch sehr wahrscheinlich. Aber ja, da guckt man immer natürlich auch ein bisschen so tagesformabhängig, wie kommt er ins Spiel, wie steht er im 1-1, was hat er für ein Gefühl, was habe ich für ein Gefühl. Ist ja nicht nur die Sache, dass man jedes Mal 1-1 reinrennt, es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten, die gegnerische Abwehr oder speziell auch ihn auszuspielen. Worin liegen denn seine Stärken und Schwächen? Naja, erstmal haut er sich auch jedes Mal rein. Er steht eigentlich gut im 1-1, wie ich finde. In der Abwehr macht er einen soliden Part in Essen, denke ich, da als Abwehrchef macht er sehr gut für die Mannschaft. Im Angriff ja, ist immer natürlich aus dem Zusammenspiel mit seinen Mitspielern. Ich denke, die spielen jetzt schon eine längere Zeit zusammen und haben schon einige Sachen und Absprachen getroffen. Das sieht oft sehr, sehr, sehr gut aus und so in der Kleingruppe sehr gut aus, was sie da machen. Ja, das immer pauschal dann auch zu übertragen, wenn er hier ist, das ist schwierig, das muss ich auch erst wieder finden. Aber ich denke, alles in allem spielt er eine gute Saison. Und deswegen ist auch der HC Erlangen auf ihn aufmerksam geworden, denke ich. Nico, eine Frage. Was kann man tun gegen eure phasenweisen Schwankungen?
Mehr trainieren, länger schlafen. Ja, wenn das so einfach wäre und es da irgendwie ein Pauschalrezept geben würde, dann hätten wir das sicher schon angewendet. Schwierig zu sagen. Wir wollen das natürlich nicht und wir versuchen, dass das in keinem Spiel der Fall ist. Trotzdem schleicht sich das immer wieder ein. Woran das liegt, ja, ist schwer festzumachen. Man kann auch nicht immer nur nach sich gucken. Der Gegner trägt ja auch immer seinen Teil dazu bei. Wenn man jetzt zum Beispiel aufs Melsungen-Spiel guckt, die sind natürlich irgendwie mit positivem Rückenwind in die Halbzeit gegangen, konnten das besser in die zweite Halbzeit übertragen, was uns da ein bisschen schwer gefallen ist. Aber wie gesagt, es gibt kein Pauschalrezept. Das ist jedes Spiel anders und klar versuchen wir das abzustellen. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke ich Ihnen ganz herzlich und dann sehen wir uns alle am Mittwoch wieder. Vielen Dank.